Hallo Sammlerfreunde, heute geht es um ein kleines Stück Messingschrott, das sich in meinem Konvolut der Tschako-Bleche befand, das ich vor einiger Zeit im Antikhandel kaufen konnte. Das Bild zeigt einen Teil des Konvoluts in der rechten oberen Ecke, das Teil mit der Zahl 18, um das es heute geht. Zuerst habe ich das Konvolut einmal gereinigt und mit Paraluid versiegelt und für die Präsentation in meiner Sammlung vorbereitet. Nachdem ich mit meiner Arbeit fertig war, habe ich begonnen, mich bei den Teilen des Konvoluts, bei denen ich keine Zuordnung treffen konnte, mich auf die Suche nach Vergleichsstücken zu machen. Das Stück habe ich mit dem Hintergrundwissen, dass es möglicherweise mit den Kampfhandlungen vom 21. und 22. Mai 1809 in Aspern und Essling in Verbindung stand, und aufgrund der erkennbaren Griffrillen und der Form gleich mit dem Sabre Briquet in Verbindung gebracht. Nach dem hinteren Griffabschluss konnte es kein Modell 9, 11 oder 13 sein, sondern nur ein Modell 1767 oder 1790. Der Grenadiersäbel Modell 1767 oder 1790 zeigt die doppelte Kante zum Griffende, die bei meinem Bruchstück noch zu erkennen ist. Die Sabre Briquet Modell 9, 11 und 13 haben einen zum Ende hin geneigten Griff. Zur besseren Anschauung habe ich eine Fotomontage mit meinem Bruchstück und einen Säbelgriff Modell 1790 erstellt. Da ich mir nicht vorstellen konnte, dass 1809 in Aspern auch noch ältere Modelle in größerer Anzahl zum Einsatz kamen, habe ich meine Suche auf das Modell 1790 konzentriert. Das größere Bruchstück hat die Maße 47 x 20 mm, das kleinere Stück 24 x 16 mm. Da man in der Regel die Materialstärken des Griffes, wenn man den Säbel auseinandernimmt, nicht erkennen kann, sind die unterschiedlichen Materialstärken interessant. Bei so einem kurzen Säbel, der einen wuchtigen Schwerthieb abfangen soll, hätte ich mir vom Griff mehr Stabilität erwartet. Die dünnste Stelle des Bruchstückes befindet sich im Bereich der Griffrippen mit 1 mm. Die stärkste Stelle im Bereich des Griffrückens mit 3 mm. Das kleinere Bruchstück ist 2 mm stark. Bei meiner Suche nach Vergleichswaffen mit so einer Stempelung wurde ich zweimal fündig. Eine Vergleichswaffe fand ich bei einem Sammler, ein Sabre Briquet Modell 1790 mit der Stempelfolge 18R 3R GR Nummer 1, was 18. Linieninfanterieregiment, 3. Bataillon, Grenadierkompanie Waffennummer 1 bedeutet. In einem französischen Forum hat einer ebenfalls eine Waffe des 18. Linieninfanterieregiments gezeigt, mit der gleichen Stempelung, aber mit der Waffennummer 43. Offensichtlich waren die Stempelungen mit Regiment und Einheit bei dem 18. Linieninfanterieregiment kein Einzelfall. Zumindest lassen das die beiden Säbel mit der Waffennummer 1 und der Waffennummer 43 vermuten. Das 18. Linieninfanterieregiment nahm an allen napoleonischen Feldzügen mit der Ausnahme in Spanien teil. Im Zeitraum 1804 bis 1815 wurden 64 Offiziere des Regiments getötet und 248 Offiziere verwundet. Während des Feldzuges von 1809 wurde das 18. Linieninfanterieregiment mit 3 Bataillonen der 3. Division Le Grand des 4. Armeekorps zugeteilt, unter dem Kommando von Massena. Zusammen mit 3 Bataillonen des 26. Leichten Infanterieregiments und 2 Bataillonen des Badischen Hochbergregiments bestand die Brigade damals aus rund 4.270 Mann. Am 21. Mai 1809 gegen 17.30 Uhr wurde die Brigade Le Dru ausgesandt, um Aspern zurückzuerobern. Mit dem 26. Leichten Infanterieregiment und dem Hochbergregiment säuberte das 18. Linieninfanterieregiment zuerst die Straßen des Dorfes und nahm die wichtigsten Punkte, die Kirche und den Friedhof, in Besitz.
Die Männer der Brigade wurden nach einer Stunde harter Kämpfe von der österreichischen Übermacht wieder aus Aspern geworfen. Napoleon befahl die Rückeroberung des Dorfes. In den nächsten etwa 20 Stunden wechselte das Dorf mehrmals den Besitzer und wurde dabei zu einem Ruinenfeld mit vielen Toten auf beiden Seiten. Das 18. Infanterieregiment allein verlor über 600 Mann in der Schlacht um Aspern. In dem Gefecht um Aspern verlor einer der Männer im 18. Linieninfanterieregiment seinen Sabre Briquet Modell 1790 mit der Gravur der Einheit auf dem Griffstück. Ob er auch sein Leben im Gefecht verloren hatte, ist Spekulation. Ein Säbel ist in so einer Schlacht leicht verloren. Sicher dagegen ist, dass es sich bei dem ehemaligen Träger um einen alten Veteranen aus der Anfangszeit des Regiments gehandelt haben dürfte, der diese Waffe noch trug. 1962 wurde das Bruchstück dieses Griffes auf einem Feld rund um Aspern von dem Grundbesitzer geborgen, nachdem das Teil ein paar Mal mit einem Flug Kontakt hatte. Ohne die Stempelung wäre es einfach nur ein Bodenfund. Durch die kleine gestempelte Regimentszahl 18 war es mir möglich, dem Bruchstück einen Teil seiner Geschichte zurückzugeben, auch wenn es sich nach wie vor für viele nur um Schrott handelt.